Ja, auch von meiner Seite dann natürlich nochmal ein herzliches Willkommen. Wir haben gerade beide nochmal festgestellt, Sie sind zum ersten Mal beim Spobis. Umso mehr freue ich mich wirklich, dass wir Sie mal zu Gast haben dürfen. Wir wollen uns ja so ein bisschen der Frage widmen, wie es dem deutschen Fußball geht und wie es ihm vielleicht sogar noch besser gehen könnte. Deswegen lassen Sie uns vielleicht so ein bisschen bei einem Status quo erstmal anfangen. Zwei Einordnungen mal mitgebracht. Die Bundesliga im Jahr 2016-17 in der Saison war in der UEFA-5-Jahreswertung auf Platz 2 und ist dann die Saison darauf auf Platz 4 abgerutscht. Der FC Bayern war als einzige im internationalen Halbfinale der Champions League. Und bei der Nationalmannschaft war es, wo das 2017 die U21 den EM-Titel geholt hat und die Nationalmannschaft den Confed Cup gewonnen hat. Und dann 2018, das Jahr darauf, der WM, wissen wir, wie das ausgegangen ist mit dem historischen Vorrunden aus. Sind das jetzt, wenn man diese zwei Saisons miteinander vergleicht, sind das jetzt Momentaufnahmen, die nichts aussagen, oder ist daraus mehr abzuleiten? Naja, sie sagt ja schon was aus, weil letztendlich nackte Ergebnisse zu Statistiken führen. Und diese Statistiken muss man ja versuchen zu lesen. Und alles ist aber, nachdem ich guten Morgen gesagt habe, auch ich hoffe, dass es kurzweilig wird und wenn nicht, kurzes Wegnicken, dann weiß ich Bescheid. Es immer dazu führt, was der Anspruch ist und dementsprechend muss der deutsche Fußball sich insgesamt definieren. Natürlich einerseits durch die Nationalmannschaft, eine auch von der Tradition stärksten Nationalmannschaften, sowohl im Männerbereich als auch im Jugendbereich, die immer teilgenommen haben. Aufgrund der Tradition verpflichtest du dich eigentlich, dich in der Weltspitze zu positionieren. Das musst du dann organisieren. Das ist zuletzt nicht gelungen. Wir werden ja gleich mal drüber reden. Und in der Bundesliga, ich habe jetzt gerade auch bei den Herren zugehört, es ist natürlich immer ein anderer Anspruch, wenn der Sportvorstand oder der Sportdirektor von Bayern München hier sitzt, im Verhältnis zu anderen Vereinen, nehmen wir mal Mainz 05, der hat natürlich eine ganz andere Argumentation möglicherweise der Ziele, des Anspruchs und des Erfolges, und das muss man versuchen zu unterscheiden. Aber insgesamt, wenn ich es betrachte oder so betrachte, muss man immer darauf achten, da wo ich bin, Leistung lässt sich immer organisieren. Also es ist ja Sport, ich kann über Sport viel, viel besser reden als über Business. Selbst als ich im Verein wie Bayern München war, wollte der Verein mir sagen, ja, aber du bist jetzt Sportvorstand und du musst auch mit den Geldern und im Marketing und Merchandising musst du dich jetzt auskennen. Ja, ich sage, stimmt, das muss ich ein bisschen kennenlernen, aber auskennen würde nie mehr langen, dass ich dem Verein gerecht werden kann, nämlich da der Beste zu sein. Im Sport habe ich für mich in Anspruch genommen, der Beste zu sein. Darüber kann ich reden. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen lernen und zu unterscheiden. Und deshalb, wenn wir das betrachten, was sportlich war, merkt man, dass kleine Veränderungen im Spitzenbereich große Wirkungen haben. Und wir laufen aktuell der Musik hinterher. Das ist ja einfach so, sowohl was die Nationalmannschaft betrifft, als auch ein bisschen auf Club-Ebene, wenn wir dann die allerhöchsten Maßstäbe haben. Wenn Sie spezifische Faktoren nennen müssten, A, wie wir auf die Ergebnisse zuletzt gekommen sind, sind da Sachen bei, wo Sie sagen, Freunde, da dürft ihr euch nicht wundern, das war sowohl von DFB als auch DFL oder eben Clubseite, das war durchaus absehbar und erkennbar, das war eben kein Zufall, sondern es wurden, weiß ich nicht, in den letzten 2-3 Jahren Versäumnisse, einfach Dinge nicht nachgeholt. Können Sie da spezifische Gründe nennen, Faktoren nennen? Klar, aber ob es die richtigen sind, weiß ich nicht. Aber du brauchst immer eine Identität. Ich hatte das Gefühl, dass zwischendurch der deutsche Fußball seine Identität total verloren hat. Du hast natürlich immer Einflussfaktoren. Dann kommt Pep Guardiola zu uns und dann der für mich die beste Spielidee mit dem Ball hat. Aber es ist halt nicht alles. Und jetzt kommt so ein Einfluss und ich betrachte das manchmal wie eine Modeerscheinung. Und dann denkst du, genau so muss es sein. Aber wir haben in der Tradition völlig was anderes. Wir haben das Fundament gar nicht, wir haben den Verstand nicht. Und deshalb gibt es im Fußball immer wieder gewisse Thematiken, die einfach definiert sein müssen. Und der deutsche Fußball hat immer eine eigene Identität
gehabt. Und da muss ich den Mut haben, das zu definieren. Und im Fußball gibt es gewisse Voraussetzungen, die ich dabei entwickeln muss und ausbilden muss. Wenn wir darüber reden, dass jetzt die Spieler oder die Fußballer im Moment nicht optimal ausgebildet werden, die Mannschaft oder die Philosophie, die Idee, auch im Jugendbereich vor der Individualisierung steht, dann ist das natürlich falsch und das muss man benennen. Also ich würde sagen, ganz kurz, Identität ist ganz, ganz wichtig, wo du hin willst und du musst vom Jugendbereich bis in den Männerbereich verstehen, dass die Qualität des Einzelnen die Mannschaft ausmacht. Und wir hatten, ja, jetzt bin ich auch schon ein paar Tage älter, schon mal 1996 den Slogan, der Star ist die Mannschaft. Das macht natürlich alles Individuelle kaputt, weil falsch interpretiert, in kleinen Nuancen, es bedeutet alles der Mannschaft unterzuordnen. Ich sehe es völlig anders. Die besten Mannschaften, die daraus entstanden sind, dass es eine Mannschaft war, sind geprägt von den besten, dann in der Mischung Einzelspielern. Und dafür gibt es natürlich drei Definitionen. Es gibt die Individualisten, es gibt die Teamplayer und es gibt die Leader. Und da brauchst du eine gute Mischung. Führt jetzt ein Stück weit zu weit, aber der Fußball lässt sich in seiner Art und Weise klar definieren, dass du Leistung organisieren kannst. Weil Sie sagten Identität in einer globalen Welt internationaler Fußball. Wie sehr kann man eine nationale Identität auf eine Sportart runterbrechen? Und warum Sie glauben, dass das sinnvoll ist, habe ich verstanden. Aber ist das überhaupt noch denkbar überhaupt? Gibt es den deutschen Fußball? Also macht es Sinn, überhaupt so zu denken? Warum? Naja, das ist ja die Frage, was du erreichen möchtest. Der deutsche Fußball war geprägt immer von Siegermentalität, von der Art und Weise des Auftretens, des Nie-Aufgebens. Und dann muss er natürlich gespickt sein mit individueller Klasse, mit Raffinesse, mit der Idee, wie man Fußball spielen möchte. Und das kann man erkennen und die Mischung zu finden zwischen der Art und Weise, wie man das Spiel gestalten möchte und der Denkweise zu gewinnen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Aber auch eine Frage der Definition. Und der letzte Weltmeister Frankreich ist vielleicht das Spiegelbild dessen, dass sich diese Mannschaft aufgrund einer wirklich sehr, sehr hohen Individualität an Spielern gleichzeitig mit einer guten Mischung einen Spielstil präsentiert hat bei dieser WM. Das hätte Deutscher gar nicht deutsch sein können, nur dass wir nicht so gute Einzelspieler in der Masse hatten. Und deshalb ist es immer wieder von einem Verband ausgehend in Verbindung der Führungsebene, in Verbindung zum Trainer, dass man den Mut hat, diese Bestandteile auch zu benennen, um daraus natürlich wieder eine eigene Identität zu entwickeln. Also ich halte das für absolut notwendig. Wenn wir den Blick mal weiten und versuchen, auch aus der Vergangenheit zu lernen, wir hatten jetzt gerade den Status quo. Wenn wir jetzt aber mal rund 18 Jahre zurückgehen, Jahr 2000, EM, die Rumpelfußballer, Ära Ribbeck, Niederlande, Belgien, die Europameisterschaft, wo wir nicht allzu gut abgeschnitten haben. Danach wurde viel verändert. Wenn Sie von dort aus mal zurückgehen, da gab es die Nachwuchsleistungszentren, dann kam so ein bisschen Klinsmann auf mit den verrückten Sachen aus den USA, wo er erstmal belächelt worden ist. Und dann natürlich 2006, da möchte ich gleich nochmal verstärkt darauf reden, als Sie dann Direktor beim DFB wurden. Wo sind Sie für Sie da Meilensteine, wo wir sagen, da haben wir ganz viel richtig gemacht und da haben wir dann nicht mehr so viel richtig gemacht? Infrastrukturell überragend. Also man muss ja versuchen, es gibt alters- und entwicklungsgerechte Aufbaukonstellationen. Also wenn du einen Achtjährigen heute total falsch trainierst und denkst, aber mit 12 Jahren kann ich das alles nachholen, das ist ja falsch. Also man muss von unten nach oben Inhalte definieren und sie versuchen zu organisieren und das mit Fachleuten. Das ist damals gelungen, sowohl mit Trainern, die man dabei eingestellt hat, als auch mit verschiedenen Ebenen, Hinblick auch den Clubs, dass man die Leistungszentren dann gebildet hat. Also das ist ein organisatorischer Weg und nützt dir aber immer noch nichts, wenn es die falschen Inhalte sind. Und deshalb auch da zu definieren, was ist in gewissen Altersstufen unter athletischen Komponenten wichtig
und der technisch-taktischen Komponenten wichtig, aber vor allen Dingen auch, was das Thema Persönlichkeit, Siegermentalität betrifft. Und dabei eine gute Kombination zu finden, die aber im Verein, im Verband organisiert sein muss, dass es da die notwendige Kompetenz gibt, die nicht immer alles vorgeben muss, aber die anregen muss, steuern muss, die Trainer mitzunehmen. Und das halte ich für ein wesentliches Merkmal. Und ich durfte ja nun mal Spieler sein, ich durfte dann Trainer sein, dann durfte ich im Verband für die Jugend verantwortlich sein und dann im Spitzenbereich. Und ich bin schon der Meinung, dass die Trainer im Allgemeinen, die oftmals eigentlich das schwächste Glied sind oder sein sollen, aber doch eigentlich im Verein eine schützende Hand brauchen, der das alles versteht, der natürlich die Idee, der Trainer ist ein Bestandteil des Vereins, ne? Nicht der Trainer ist der Verein. Und deshalb muss man sich oftmals auch überlegen, ich bin anderer Meinung, ja, der deutsche Fußball ist ganz gut aufgestellt, aber ich finde, wir haben so, so viel Potenzial noch im Allgemeinen, sowohl Clubs als auch im Verband, wo wir Fußballkompetenz brauchen, wo wir immer wieder diskutieren. Wir waren 1999, 2000, 2001, da gab es Tabula Rasa. Tiefer ging es nicht mehr und plötzlich kommt alles zusammen, Veränderungen, Gruppen werden gebildet und es wird alles getan, um inhaltlich und organisatorisch voranzukommen. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir auch viel diskutiert haben, aber ich finde, es hat sich eigentlich fast gar nichts verändert. Und da bin ich natürlich immer ein bisschen skeptisch. Warum verändert es sich? Weil ich glaube, dass sowohl Verband als auch Vereine mehr darüber nachdenken müssen, was die reine Fußballkompetenz betrifft. Wir haben gerade gehört von den Managern, es gibt immer mehr Leistungsdaten, objektivierbare Ergebnisse. Ja, ist ganz gut und schön. Du kriegst nach einem Spiel, kannst du von gewissen Organisationen ein Papier bekommen, das hat zu einem Spiel 120 Seiten. Das ist großartig. Das Problem ist, was ist der Bezug oder die Relevanz für praktische Konstellationen in der Umsetzung und in der Anwendung? War das zynisch gemeint mit einem großartig oder finden Sie diese Leistungsdaten? Nein, ich finde, das Geheimnis des Erfolges ist ja, mit Daten umzugehen. Aber jetzt dürfen wir uns auch nicht auf Daten verlassen. Was sind denn nicht messbare Faktoren des Erfolges? Diskutieren wir über diese überhaupt noch oder sind das möglicherweise unmoderne Folgeerscheinungen, die wir dann so auch nicht begründen können? Oder da sitzt jemand und deshalb bin ich schon der Meinung, natürlich gibt es einen Anfang, aber in führenden Positionen muss es Erfahrung geben, weil wenn du nicht riechen kannst, was es bedeutet, immer auf dem Level des Anspruchs. Ich rede immer noch in der Konstellation, die Mainzer nehmen mir das überhaupt nicht übel, das war ja nur ein Beispiel, aber die können ja jetzt nicht sagen, wir wollen deutscher Meister werden, aber Bayern München muss das sagen, gar keine Frage. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Und so musst du dich organisieren, das muss doch jemand verstehen. Und diese Erfahrung musst du gesammelt haben. Also es gibt einen Sportvorstand, der war nie Trainer, aber soll ein Trainer verstehen. Ah, das ist ein Künstler. Für mich ist das ein Zauberer. Für mich ist das ist ein Wahnsinn, wie du das dann empfinden kannst, wo du genau weißt, in welcher Situation befindet er sich jetzt. Das ist doch nicht, das muss doch nicht in der Allgemeinheit sein. Mhm. Ich würde es mir nur im Spitzenbereich wünschen und von daher kann es verschiedene Beispiele geben. Es führt mehrere Wege nach oben. Entschuldigung, wir hatten das ja eben schon in der Diskussion ein bisschen gehört. Was muss denn der Sportvorstand heutzutage noch alles können? Muss er jetzt den Trainer und die Mannschaft verstehen und Transferwesen gut können? Oder muss das ein richtiger Manager mittlerweile sein, weil man sagt, naja, der muss auch die Nachwuchsleistungsabteilung steuern und. Ich habe eben bei Herrn Bobic gelernt, er ist kein Freund von Joe Fix, aber in einem größeren Unternehmen wird man sagen, du hast aber jetzt mal 20 Joe Fix. Also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die einfach durch Organigramme und dadurch Festlegungen aufgeteilt werden müssen. Und die sportliche Organisation hat was mit Fachwissen, mit Fußballwissen zu tun. Und dazu muss ich in der Lage sein, das einem Verein auch näher zu bringen und dann zu organisieren. Transfers wieder, haben ja nur was mit Entscheidungen zu tun. Wir wollen diesen Spieler. Aber die Umsetzung, die Organisationsform des Geldes, wie man einen Transfer am Ende dann auch abwickelt, das muss derjenige, der rein für den Sport verantwortlich ist, nicht tun. Da gibt es wieder andere Positionen, genauso wie im Scouting-Bereich. Das kann man unterschiedlich letztendlich auch organisieren. Fakt ist,
dass es aber einen geben muss, der das irgendwo alles ein bisschen versteht. Und das große Geheimnis ist dann, diese verschiedenen Kompetenzen im Gedanken des Team Spirits und der Gemeinsamkeit, nämlich dem zu dienen, was immer größer ist als einzelne Personen. Und das ist der Verein oder der Verband. Ich muss sagen, wir leben in einer wirklich, ja, nicht, dass ich das falsche Wort, wir leben in einer egomanischen, egozentrischen, auch in den Positionen besetzten Zeit, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn du, egal ob als Spieler oder als verantwortlich in einem Verein, du musst dir doch so viel wie möglich Kompetenz, natürlich nicht inflationär, dazu holen, dass alle Bereiche, die du glaubst, die wichtig sind für den Erfolg, die musst du mit Top-Leuten abdecken. Aber ein Top-Mann ist eben nur ein Top-Mann, wenn er den richtigen Charakter fürs Team mitbringt, sonst ist es ein Egomane, lass ihn zu Hause. Wenn wir schon mal den Erfolgsfaktoren, wie man Club oder Verband steuern kann, Sie haben das eben angedeutet, wir sprachen eben so wie auch Sportvorstand. Ist ja nicht immer so, dass der sportliche Leiter auch ganz oben angesiedelt ist. Es gibt unterschiedlichste Strukturen. Ich höre bei Ihnen raus, das muss ganz klar mit die wichtigste Person in einem Club oder Verband sein, muss diesen sportlichen Background haben und muss auch ganz oben angesiedelt sein, um Erfolg zu haben. Also für meine Begriffe ist das Spiel irgendwann entstanden, weil ein paar jungen Menschen langweilig war, haben zwei Mannschaften gebildet, haben zwei Tore aufgestellt und haben gegeneinander gespielt. Oder war es anders? Es kam ein Marketingmann und hat gesagt, oder ein Merchandisingmann oder was weiß ich, um gesagt, also ich glaube, meine Idee wäre, was zu entwickeln, weil davon könnte ich am meisten profitieren. Ich versuche es ein bisschen zuzuspitzen, um zu sagen, es war immer zuerst das Spiel und es wird immer die größte Wichtigkeit haben, weil Bayern München ohne sportlichen Erfolg wird auf Dauer kaputt gehen. Dann höre ich zwischen den Zeilen raus, dass wir jetzt beim Beispiel DFB bleiben. Da ist dann eben auch eine Schwachstelle in der Struktur. Da muss eine andere Kompetenz noch in die Spitze rein. Ich glaube, das ist ich will niemandem zu nahe treten und ich habe meine Kämpfe alle ausgefochten, bin zufrieden und möchte überhaupt nichts Operatives irgendwo mehr tun, dass das mal ganz klar ist. Nur. Wir reden jetzt von Entwicklungen auch beim Deutschen Fußballbund und wir reden von einem Präsidenten, wir reden von einem Generalsekretär, wir reden von einem Bundestrainer. Klar, der Bundestrainer wird sich um die Nationalmannschaft kümmern. Andere Strukturen dabei, Oliver Bierhoff, Manager, wirklich machen das alles gut. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, in der Führungsebene des Präsidiums oder wenn Sie sich irgendwann mal umstrukturieren, des Vorstands, wo ist die Kompetenz, die auch darauf achtet, nicht in der Kontrolle im klassischen Sinn, sondern im Austausch, die Stärke des Verbandes auch rein fußballerisch zu präsentieren. Deutsche Fußballliga. Ich weiß, dass die Fußballliga auch ein bisschen eine andere Denkweise hat und auch als Tochter ganz andere Aufgabengebiete hat, um natürlich auch dem ganzen Fußball, wie er in Deutschland da ist, auch zu dienen und sich zu organisieren. Und trotzdem glaube ich, dass es diese Kompetenz des Fußballverstehens immer in der Notwendigkeit ist, wie es dann, und der Primus ist nun mal Bayern München und jahrelang geprägt von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge. Beide haben das im Laufe ihres Lebens dann auch erlernt, wie es anders präsentiert. Karl-Heinz Rummenigge, Superspieler, Uli Hoeneß Superspieler, dann gehörte Franz Beckenbauer noch dazu. Also alle Maßnahmen, was diesen Club zu dem führenden Europa in der Welt gemacht hat, im Verhältnis, dass andere Clubs und andere Unternehmen und andere Verbände sich scheuen, Kompetenz und vielleicht auch mehr Kompetenz zu holen, würde ja bedeuten, dass Bayern München über Jahre hinweg alles falsch gemacht hat. Und irgendwie passt das ja nicht. Wenn wir noch kurz beim DFB bleiben, jetzt der Bau zum Beispiel einer Academy mit 150 Millionen Euro. Die Clubs machen sowas auch wiederum für sich. Jeder will die besten Ausbildungszentren und Ähnliches. Die Academy hat auch ein bisschen vom DFB den Anspruch zu sagen, wir wollen wissenschaftlich weiter vorankommen im Sport. Ist das gut investiertes Geld? Ja, wenn die richtigen Inhalte benannt werden, ja. Sonst ist es
Ja. Was muss passieren, um es gut zu sein, anders zu fragen? Ja, es müssen kluge Köpfe, die es verstehen, je nachdem, was der Anspruch ist, letztendlich auch daraus die richtigen Inhalte präsentieren und auch die richtigen und notwendigen Schwerpunkte besetzen. Weil Pragmatismus ist das Geheimnis des Erfolges. Aktionismus, im Prinzip die Verrücktheit der Wilden, die dich wahnsinnig machen. Und das ist der Unterschied. Du kannst eine wunderbare Schule bauen, eine wunderbare Akademie mit den falschen Inhalten, sie wird dich nicht voranbringen. Und du kannst eine wunderbare Akademie bauen, darauf konzentrieren, was dann wirklich das Notwendige ist, das Pragmatische in der Anwendung und in der Ausbildung, dann ist es top. Ich hoffe, dass es das Letzte ist, ich weiß es nicht. Um bei dem Beispiel zu bleiben, wie muss das Zusammenspiel zwischen DFB und Clubs bzw. DFL sein? An dem Punkt ziehen Sie alle an einem Strang, Sie wollen bestmöglichen Nachwuchs ausbilden. Naja, aber Sie müssen trotzdem verstehen, in meinen Augen, also wenn der Freddy Bobic hier sitzt und es kommt einer vom DFB und sagt, Freddy, also in Frankfurt würde ich das aber so und so machen, dann kann er sagen, ja, das kannst du mal machen, wenn ich nicht mehr da bin. Und umgedreht, wenn der Freddy sagen wird dem Verband, also ist ja alles gut und schön, aber ich würde euch mal raten, das und das zu machen. Und da ist einer, der das viel besser überschauen kann und sehen kann und kommt dann zu der Meinung, sagt, oh, aber darauf habe ich ja jetzt gewartet, dass der Freddy mir mal irgendwie sagt, wie das hier läuft. Der sieht es einmal im Jahr, ich bin jeden Tag da, ich kann es ja anders beurteilen. Das heißt, es ist immer die Frage, das, was ich meine, es muss Verantwortung, es muss Kompetenz, aber es muss auch eine gewisse Eigenständigkeit geben und aus dieser Eigenständigkeit in der Diskussion der Gemeinsamkeit kannst du dann Definitionen und Ziele erreichen. Nur, es ist doch ein Märchen, dass RB Leipzig als Beispiel in der Ausbildung 1:1 jetzt in der Nachwuchsarbeit wie Borussia Dortmund arbeiten würde oder wie Werder Bremen. Es wird immer Einzelheiten, spezifische Konstellationen für sich persönlich geben und die muss man einfach anerkennen und trotzdem muss es ein Bündel an Führung, an Gremium geben, wo diese Themen dann benannt sind. Und da wir aus der Praxis natürlich immer wieder wissen, die Widersprüche werden dann natürlich aufgelöst mit den besten Argumenten der besten Leute. Und ich glaube, das ist sehr, sehr notwendig. Stimmt für Sie der Output an guten Spielern, die Deutschland, das Wort ist immer ein bisschen, produziert? Wenn wir sagen, wir haben über 50 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland, mal kurz auf die Zahlen hier gucken, knapp 122 Millionen Euro investieren die Bundesligisten, das macht so ungefähr 7 Millionen Euro pro Club laut DFL-Report. Verglichen mit den Ablösesummen und Gehältern, die sonst zu bezahlen sind, 7 Millionen Euro pro Club erscheinen nicht viel. Stimmt da der Kapitaleinsatz für die Eliteausbildung in Deutschland? Und wie ist Ihre Einschätzung? Und die Frage ist ja, macht 3 Millionen besser? Also wenn man jetzt 3 Millionen mehr reinmacht, dann... Ich glaube, das ist... sehr, sehr wichtig ist, wirklich den Mut zu einer eigenen Identität, zu eigenen Schwerpunkten, das zu benennen, was heute natürlich notwendig ist, um für morgen auszubilden, weil wir müssen an morgen denken und an übermorgen denken, was die Nachwuchsarbeit betrifft. Im Spitzenbereich ist es mehr heute, ein bisschen morgen. Ich kann letztens viel Geld falsch investiert, macht keinen Sinn. Mit wenig Geld optimal zu arbeiten, macht mehr Sinn. Und diese Schwerpunkte zu benennen in einer guten Balance ist wahrscheinlich der Königsweg. Ich möchte nicht ungerecht sein. Wir haben da aber vor kurzem genau über das Thema einen Artikel geschrieben, mit vielen Sportdirektoren in der Bundesliga gesprochen und wir hatten das Gefühl, das ist unfassbar schwer für die Verantwortlichen zu benennen, warum sich ein Nachwuchsleistungszentrum lohnt oder nicht und wie viel Geld man, am Ende ist es ja nun mal Geld, was man rein investiert. Und ich hatte immer das Gefühl, am Ende, es bleibt unglaublich schwammig und schwer greifbar, wie sich dort Erfolg steuern lässt. Warum ist das so? Man meint als Laie von außen, guckt ja, man auf und sagt, wir müssen doch ausrechnen, was die Ausbildung eines guten Spielers also kostet. Also die Menschenlogik sagt, dass du bei der Geburt noch nicht alt bist. Und irgendwann im Männerbereich ja irgendwo eine Station durchlaufen haben musst, die dich möglichst nicht mit total falschen und schlechten Inhalten dann auch begleitet hat. Und dementsprechend
Also wer Nachwuchsarbeit in Frage stellt, sollte, also im Sport, sollte bitte ins Business gehen. Kann jeder machen, was er will, aber Sie sowieso dürfen auch Ihre Meinung sagen. Sowieso. Ja. Weil vom Business habe ich keine Ahnung. Ja. Ob das da funktioniert, wenn du schlecht ausbildest, dass dann super Leute oben ankommt, das wage ich zu bezweifeln, aber wäre mir im Falle egal, weil davon habe ich keine Ahnung. Aber im Sport habe ich Ahnung. Und wer im Sport Nachwuchsarbeit in Frage stellt, um zu glauben, dass der Spitzenbereich irgendwann gut funktioniert, boah, das ist ein dickes Ding. Da möchte ich die Frage versuchen, nochmal anders zu nähern. Größtes Land in Europa, 18 Millionen Einwohner, gefühlt wird jedes Kind, was irgendwie nur ansatzweise Sport machen will, mit 5, 6, 7 als erstes Mal in Fußball reingesteckt. Ich glaube, es gibt 1000 Profitrainer in Deutschland mit einer Lizenz. Und am Ende, ich habe mir zwei Zahlen aufgeschrieben, was war das? 60 bis 70 Lizenzspieler kommen pro Jahr aus der Jugendarbeit in Deutschland hervor. Bei einem Land von 80 Millionen Euro hätte ich gedacht, das muss wie in China mit Tischtennis sein. Warum haben wir nicht die besten Spieler auf der ganzen Welt und auch die meisten? Warum haben die Chinesen nicht? Haben die nicht die besten Tischtennisspieler? Naja, aber nicht die besten Fußballer. Ja, da haben Sie recht. Aber runtergebracht. Es ist immer eine Frage der Qualität, der Ausbildung, auch ein Stück weit der Tradition, weil die Holländer wären wieder gut, wie es ausschaut. Und so groß scheint das Land nicht zu sein. Genau. Die Belgier sind nicht so schlecht. Kroaten, also Spanier, wenn ich nicht so, ich glaube, dass sie sehr, sehr viel inhaltlich richtig machen, Organisationsformen wählen, die dann am Ende dem gerecht werden, nämlich über eine gute Nachwuchsarbeit im Spitzenbereich. Und wenn wir es dann noch nicht wissen, alle Maßnahmen 99, 2000 gingen letztendlich in dem Start, dass man sich organisiert hat, über eine gute Nachwuchsarbeit den deutschen Fußball zu verbessern. Wir gewannen dann erstmal im U-Bereich sämtliche U17, U19, U21 Europameisterschaften und wurden dann zeitversetzt 2014 Weltmeister. Also einen logisch und besseren Weg gibt es eigentlich nicht, um zu erklären, wie wichtig das ist. Das Problem ist, dass man verstehen muss, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Clubs. Es gibt keine Garantie und es gibt auch mit 15 Jahren keine Talentprognose, um zu sagen, der kommt auf jeden Fall durch. Es gibt so viele Einflussfaktoren. Es gibt andere Länder, wie die Engländer jetzt, die sehr, sehr viele junge Spieler haben. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war 2006 beim Verband bis 2012. Ab 2007, 2008, als die gemerkt haben, der deutsche Fußball wird gut, waren die Engländer, ich will nicht sagen, dass die jede Woche beim DFB waren, aber so ungefähr, haben geschaut, was machen die, was tun die und haben dann auch über die Nachwuchsentwicklung natürlich jetzt sich verbessert. Erst nochmal, was die U-Nationalmannschaften betrifft, alles gewonnen. Für die A-Nationalmannschaft hat es jetzt noch nicht so weit gereicht, aber immerhin Halbfinale. Auf Club-Ebene ist nochmal was anderes, weil sie sehr, sehr viele Ausländer haben. Da haben die Jungen nochmal weniger eine Chance und deshalb müssen sie zum Teil andere Wege gehen. Aber wer die Nachwuchsarbeit auch in Deutschland oder im Allgemeinen aufgibt oder wer allgemein dem Nachwuchs keine Chance gibt, wird als Land oder als Fußball früher oder später pleite gehen. Das ist klar. Bei allem Respekt, ich finde es nicht ganz unfair zu sagen, ihr habt zunächst mal deutlich mehr Masse, Quantität zur Verfügung, Volkssport Nummer 1, und im Verhältnis kriegen wir nicht so viel mehr bessere, gute Fußballer raus als andere Länder, die nur halb so groß sind oder sogar nur ein Bruchteil so groß sind wie wir. Da ist es doch fair zu hinterfragen, was machen wir falsch? Ja, es ist zu hart, okay. Sondern man muss immer wieder in gewissen Epochen und in gewissen Abschnitten denken, um sich zu hinterfragen und gleichzeitig in dieser Entwicklung, ich weiß nicht, ich bin 2012 raus aus dem Verband. Ich glaube, dass es immer sehr, sehr wichtig ist, auch im größten Erfolg, der heute stattfindet, zu wissen, aber reicht er noch für morgen oder übermorgen? Und diesen Mut zu haben, scheint etwas abhanden gekommen zu sein, weil man ganz eindeutig sagen muss, auch im U-Bereich ging es ein Stück weit bergab. Die Nationalmannschaft, der Confed Cup ist dann nochmal gelobt worden. Das war qualitativ sicherlich kein absolutes Spitzenniveau. Und trotzdem haben wir noch genügend junge Spieler. Also ich würde nicht sagen, du bist in so einer Talsohle, aber eindeutig hat man die Sensibilität verpasst, darauf zu achten, dass man ein bisschen den Anschluss verloren hat. Das versucht man ja jetzt zu korrigieren. Die geht vor, ne? Keine Sorge.
Ich meine Uhr. Die blinkt. Die geht immer vor, sonst komme ich zu spät. Ich gucke alleine schon so hin, weil die so blinkt. Ja. Ach so. Okay. Wenn wir nochmal, das fand ich natürlich spannend im Vorgespräch mit den anderen dreien, natürlich die Trainerfrage. Das ist natürlich herrlich, sich darüber jedes Mal aufs Neue drüber zu unterhalten. Aber auch hier als Laie hat man schon das Gefühl, wie gesagt, alle 14 Monate in der Statistik wird der Trainer in der Bundesliga ausgetauscht. Sicherlich haben da einige Clubs mehr zu beigetragen als andere, diese Statistik so aussehen zu lassen. Aber wie viel daran gemessen, also wie hoch ist der Einfluss eines Trainers überhaupt in einem Club und wie hoch darf er vielleicht auch nur sein? Also Sie haben das vorhin in einem Halbsatz auch nur gesagt, so wie hoch darf der auch vielleicht einfach nur sein? Ich weiß, der ist ein guter Verband oder ein guter Club ist für mich geprägt durch handelnde Personen, die nicht der Trainer sind, die den Verein führen, die den Verband führen, mit hoher Kompetenz. Und aus dieser Kompetenz wird die Idee, Philosophie ist übergeordnet, es wird die Idee vorgegeben. Und der Trainer ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, weil er in seiner Kompetenz die erste Mannschaft, reden wir von der ersten Mannschaft, er führt sie, er trainiert sie, er ist verantwortlich für Kadernominierung zum Wochenende, er ist ein Bestandteil, wie der Kader aussehen soll, dass er ein integrativer Bestandteil ist. Ich glaube, dass der Trainer an sich auch ein bisschen einsam ist. Also nicht, weil er alle 14 Monate in der Statistik irgendwo entlassen wird, sondern ich glaube, dass es viel mehr Kompetenz an seiner Seite geben müsste und gleichzeitig die Kompetenz aber ihn nicht verunsichern darf. Das muss man spüren und deshalb ist es eben gut, es ist nicht alles, aber selber mal Trainer gewesen zu sein, um einen Trainer dann auch zu verstehen. Und oftmals habe ich das Gefühl, auch bei Vorstellungen von Vereinen oder von Verbänden, da wird der Trainer präsentiert, da denkst du, da kommt der liebe Gott. Aber das denkt er natürlich selber dann zwischendurch auch mal. Und diese Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit seiner Aufgabe, um gleichzeitig aber integrativer Bestandteil eines Systems zu sein, würde Ihnen für meine Begriffe auf Dauer eher gut tun. Und deshalb war ich auch immer der Meinung, das habe ich auch bei Bayern immer gesagt, wenn der Trainer dann kam, da ist zu oft ein roter Teppich ausgerollt worden, man hat ihn in Sphären gehoben, die für meine Begriffe nicht richtig sind, weil die Vereinsführung, ob bei Bayern oder irgendwo anders, ist in dem Moment größer. Und ein guter Trainer, reden wir von dann auch der Kontinuität, wie jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp in Liverpool. Der wird integriert in ein System, ich weiß nicht, wie gut das System ist, und ist jetzt über einen längeren Zeitraum da. Und man spürt, dass er dem Verein gut tut, dass er länger bleiben will, seinen Vertrag verlängert hat. Natürlich bekommt unter praktischen Gesichtspunkten dann ein Trainer auch eine stärkere Rolle innerhalb eines Vereins. Aber nach Jahren und nicht nach Tagen oder Wochen oder nach ein paar Monaten. Und deshalb bin ich jetzt in der Denkweise, wenn ich mir ein Idealbild aufmalen könnte, würde ich viel, viel mehr Fußballkompetenz aufgeteilt, natürlich im Verein oder im Verband wünschen und den Trainer als integrativen Bestandteil eher zu schützen, als nach 14 Monaten jedes Mal solche Entscheidungen treffen zu müssen. In diesem Jahr ist es ja schon besser geworden. Wir haben erst 3 Entlassungen und ich hoffe, dass da auch die Wichtigkeit und die Seriosität einfach eine höhere Kontinuität erreicht. Auch das kam vorhin kurz auf. Hatten Sie eine Trainer-Shortlist, wo Sie wussten, wenn der es nicht mehr ist, dann weiß ich aber schon, der erfolgreichste U19-Trainer von Club XY, der passt gut zu uns, der steht hier bei mir auf dem Zettel. Von außen betrachtet ist natürlich... Also man muss unterscheiden zwischen einem theoretisch seelenlosen Papier oder Computer und der Denkweise des Praktischen. Aber eins ist klar, das müssen Sie haben. Aber ob es Anwendung finden kann durch verschiedene Voraussetzungen, wir haben vorher geredet über Transfers und Geld. Ja, wenn in England das Fernsehen nicht so verrückt wäre und so viel Geld gezahlt worden wäre, dann würde für den Pulisic nicht so eine Wahnsinnssumme bezahlt werden. Was willst du denn machen? Also wir müssen doch ein bisschen unterscheiden zwischen Organisationsformen im Allgemeinen, die sich ergeben und wo viel Geld zur Verfügung steht. Aber deshalb bin ich doch von vornherein nicht ein Topmann, weil ich den so teuer verkaufe. Die Frage, ob die anderen so blöd sind und so viel Geld ausgeben, das weiß ich nicht. Das heißt, wenn man die Philosophie der Engländer nimmt, die dem Trainer auch gleichzeitig so einen Manager postet, man könnte ja meinen, wenn man ihnen zuhört, dass die Idee nicht doof ist. Also möglichst viel Kompetenz oben rein, den Trainer schützen,
Macht der Engländer das nicht mit seinem Modell, wo er sagt, du bist eigentlich so ein Trainermanager, du bist schon sehr stark eingebunden auch ins Transferwesen. Wir folgen dir, hier ist dein Budget. Wenn man Glück hat, arbeitet bei Man City oder Liverpool, wo man sagt, hier ist sehr viel Budget, du kannst dir deine Mannschaft erstmal zusammenkaufen. Oder sagt man ja, wenn man so viel Geld übrig hat, dann ist auch halt auch einfach. Also ich glaube, in England muss man ein bisschen unterscheiden. Wenger und Ferguson, die über 20 Jahre in ihren Clubs waren und eine Institution waren. Und das ist auch unter praktischen Gesichtspunkten ein bisschen abkehrend zu einem theoretischen Bild, ja, was ich gerade gemalt habe. Aber England verändert sich dramatisch in meinen Augen. Also ich kenne Pep sehr, sehr gut, weiß, was er auch zwischendurch für Wünsche hatte und sehe jetzt Manchester City und glaube, dass da alle Wünsche nicht in Erfüllung gehen konnten. Und wenn der Trainer gleichzeitig auch der Manager oder im Verein so eine wichtige Rolle hat, dann müssen sie auch bei Man United, ich schätze ihn sehr, er wird zwar manchmal kritisch gesehen, aber José Mourinho zum Beispiel, für meine Begriffe ist das dann über eine überhöhte oder über eine, ja, zu extreme Positionierung, die, glaube ich, ein Äquivalent braucht. Also ein Trainer muss integriert sein, auch in einer gewissen Vereinspolitik, in eine gewisse Kaderpolitik, aber er kann nicht derjenige sein, welcher, weil nach einem Jahr hat er die Nase voll und sie haben den ganzen Zaustall dann bei sich und er geht woanders hin. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Warum sind, nehmen wir mal die drei Trainer, die wir genannt haben, Mourinho, Kloppo, Pep Guardiola, warum sind das die Stars unter den Trainern? Was machen die jetzt so viel anders, was die anderen Trainer nicht auch für sich kopieren könnten und sagen können, okay, ich habe jetzt verstanden, wie der spielt, wie der denkt, was wir, das wende ich jetzt auch für mich an. Welchen Zauber macht denn die drei aus und deswegen, egal wo die hinkommen, machen die auch wirklich dann der Mannschaft besser? Ich weiß gar nicht, ob ich ein falsches Beispiel sage, aber es wollten bestimmt viele sein wie Einstein, oder? Weiß ich nicht. Also ja, Wissen, Talent, Hunger nach Erfolg, eine Mischung an Qualität, können Sie doch nicht anderen irgendwie sagen, ja, also weil die das können, kannst du das auch. Also egal, ob es in der Politik, in der Wirtschaft ist, es gibt Leute, die einfach herausragende Fähigkeiten haben und für Positionen extrem geeignet sind. Und leider gibt es auch Positionen, die extrem besetzt sind, aber leider ungeeignet. Das ist ja menschlich. War eine blöde allgemeine Frage. Ich fand sie nicht so schlecht, aber vielleicht war meine Antwort auch morgens. Wenn Pep Guardiola 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen und Herrn Streich auch, wäre es dann erfolgreicher? Genau das ist die Frage des Anspruchs, was man unterscheiden muss. Der Pep Guardiola muss im Prinzip die Champions League gewinnen. Und bei Christian Streich würde man sagen, wenn der einen Spieler super entwickelt, der sich dann irgendwann mal hinbekommt und die haben mit dem Abstieg nichts zu tun, dann ist der Christian Streich super. Aber Sie können das doch bitte beide nicht miteinander vergleichen. Ich liebe Christian Streich. Gar keine Frage. Ich finde den außergewöhnlich und er ist wirklich eine ganz wichtige Erscheinung auch für das Bild und die Sympathie des deutschen Fußballs, muss ich ganz eindeutig sagen. Aber wenn Sie mich fragen, könnte ich das nicht. Er hat im Nachwuchsbereich auch, er ist Pokalsieger geworden und hat Titel geholt. Aber ich könnte zum Beispiel nicht und Pep Guardiola könnte nicht in Freiburg Trainer sein. Weil der will natürlich etwas entwickeln, aber der will Titel gewinnen. Und das ist der große Unterschied, wo man auch immer in der Bewertung vorsichtig sein muss, um zu sagen, der Vergleich oder der Vergleich. Ich hasse es. Ist Messi jetzt besser oder Ronaldo? Können wir nicht sagen, dass beide außergewöhnlich sind? Fair enough. Ja. Auf Sie persönlich nochmal. Profi, Trainer, Sportdirektor, Bayern-Vorstand, Berater, jetzt TV-Experte. Mal ab vom Profifußball, in welcher Rolle sehen Sie sich eigentlich am stärksten? In der Liebe zum Fußball. Ich liebe den Fußball. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich kann ja nicht immer sagen, der liebe Gott, da hat der Glauben noch nicht die Rolle gespielt. Da war es Karl Marx oder Friedrich Engels, die mir gewisse Themen mitgegeben haben. Es ist etwas durch mein Elternhaus geprägt. Es ist die große Liebe, Leidenschaft zum Fußball. Und den Weg, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit, so drüber nachzudenken, dass man dann das auch alles besetzen konnte, dass 89 die Mauer fiel zu einem Zeitpunkt, wo ich 22 war. Also ich musste mich schon bei Dynamo Dresden, ein großer Club, durchsetzen, aber dann konnte ich den nächsten Schritt
auch gehen und ja, dann ein paar Umstände, die Infektion und dann zu jung eigentlich Trainer, dann wollte ich mich weiterbilden, dann Verband. Ich habe zumindest den Vorteil, dass ich in verschiedenen Positionen arbeiten konnte, operativ. Und dass ich jetzt, wenn ich bei den Dortmundern ein bisschen mit helfe und im Fernsehen bin, so den Ansatz ganzheitlich zu verstehen, dann für mich in Anspruch nehme, auch darüber reden zu können, auch die Freiheit und manchmal auch das Recht. Was reizt Sie noch? Gibt es noch, wo Sie sagen, gibt es irgendwas noch im Fußball? Sie haben gefühlt ja alles gemacht, aber gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, noch mal so ein Amt im Verband oder in einem Club? Eigentlich habe ich das komischerweise nie getan, habe aber das Gefühl aktuell, dass wie es ist, ist es gut. Was kommt, weiß ich nicht, aber die Freiheit für mich zu haben, mein Leben so zu absolvieren, wie es im Moment ist, auch weniger getrieben aktuell, weniger rumärgernd in gewissen Bereichen, 7 Tage, 24 Stunden, das brauche ich aktuell alles nicht mehr. Und trotzdem möchte ich wissen, wie der Fußball morgen funktioniert. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wie lange planen Sie im Voraus? Komischerweise, auch in den Situationen der Veränderung, hatte ich eigentlich was ganz anderes vor. Und deshalb, die einzige Planung ist, dass der Fußball mir nicht davonläuft. Aber es ist keine Hektik oder keine Angst. Irgendwann nur noch darüber zu reden, weißt du noch damals, und man kommt ja auch in so eine Altersstruktur. Ich kann mich an gar kein schlechtes Spiel und gar keine Niederlage mehr erinnern. Und das ist eine wunderbare Krankheit. Ich hoffe, dass sie nur nicht stärker wird. Ja. Matthias Sammer, war großer Spaß, hat viel Spaß gemacht. Danke. Danke.